Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch wieder den Lesemonat und die Neuzugänge aus dem März. Und wer meine Weekly Livings nicht schaut, der wird das Ganze jetzt nicht wissen, deswegen erkläre ich es kurz an dieser Stelle. Ich hatte in meinen letzten Weekly Livings gefragt, ob wir den Lesemonat und die Neuzugänge nicht irgendwie verkürzen wollen. Und ich hatte dann rumgefragt, was ihr denn alle von der Abkürzung Lemon haltet, also Lemon wie die Zitrone. Und das ist ein Anagramm quasi für Lesemonat Neuzugänge, also Le-Mo-N. Also, ne? Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und ja, ich werde in Zukunft Lesemonat und Neuzugänge einfach mit Lemon abkürzen. Dann habe ich nicht mehr so einen langen Titel bei YouTube drinne stehen. Das ist irgendwie nervt mich, dass wenn der Titel so lang ist. Und deswegen habe ich halt gefragt, ob wir das nicht irgendwie damit abkürzen wollen. Und die Mehrheit hat gesagt, ja, es ist ganz cool. Ich hatte auch eine Umfrage gestartet im Weekly Living. Da hatten ein paar Leute teilgenommen. 98% fanden Lemon als Abkürzung ganz cool. 2% fanden es doof. Für die 2% tut es mir jetzt leid, aber wir kürzen das jetzt einfach so ab. Ihr wisst, wenn da in Zukunft Lemon April steht oder Mai oder Juni, dann ist es der Lesemonat und die Neuzugänge für den jeweiligen Monat. Und ich habe nicht mehr so einen langen Titel. Ich werde es jetzt diesen Monat in den Titel nochmal mit reinschreiben. Also Lemon März in Klammern Lesemonat Neuzugänge, damit alle auch wissen, was das für ein Video ist und ihr dann nicht euch irgendwann fragt, wo ist eigentlich der Lesemonat? Soviel zur Erklärung, warum da Lemon jetzt im Titel steht. Ich würde sagen, wir starten auch gleich mit den Neuzugängen. Die Neuzugänge kennt ihr eigentlich alle schon aus dem Unpacking, weswegen ich jetzt dazu nichts weiter sagen werde. Ich zeige sie euch jetzt nochmal ganz kurz, halte sie euch nochmal an die Kamera. Wenn ihr dann mehr zu den Neuzugängen wissen wollt, dann schaut einfach im Unpacking vorbei. Da lese ich dann auch nochmal die Klappentexte quasi vor von den einzelnen Büchern. Das muss ich ja jetzt hier auch nicht nochmal machen, weil, wie wir alle wissen, dieses Video wird wahrscheinlich wieder lang genug. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit den Büchern aus dem Unpacking. Abgesehen vom Unpacking hatte ich einen Neuzugang noch im März, den ihr aber auch schon kennt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit den Neuzugängen, ohne dass ich hier lang rumquatsche. Das erste Buch aus dem Unpacking war Cherish Hope von Nalini Singh. Das ist der zweite Teil aus dieser Reihe. Und hier geht es um die beste Freundin von der Protagonistin aus dem ersten Teil und einen sehr guten Freund von unserem Love Interest aus dem ersten Teil. Und man hat über die beiden hier schon so ein bisschen was erfahren und ich freue mich schon sehr auf die Geschichte. In dieser Geschichte geht es um Naina und Naina soll von ihren Eltern quasi verheiratet werden. Und sie hat sich halt jetzt darauf eingelassen, dass ihre Eltern den perfekten Heiratskandidaten für sie suchen. Und Naina möchte noch einmal wild und jung und frei sein und ja, sucht sich da einen Typen auf einer Party, mit dem sie auch dann so ein bisschen rummacht. Und als sie ihm aber sagt, dass sie nur eine Nacht möchte, serviert er sie ab, denn das will er nicht. Kurze Zeit später trifft sie diesen Typen wieder als potenziellen Heiratskandidaten. Ja, und was dann halt mit den beiden passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und wie gesagt, man hat das im ersten Teil halt alles schon so mitbekommen und ich freue mich schon sehr auf die Geschichte. Und ja, werde euch dann natürlich berichten, wie sie mir gefallen hat. Yay! Das zweite Buch, was bei mir eingezogen ist, ist Feeling Close to You von Bianca Yosiwoni. Auch das ist der zweite Teil dieser Reihe. Das ist die Was auch immer geschieht Reihe. Ich habe damals Was auch immer geschieht noch mit dem alten Cover und dem alten Titel gelesen, weswegen ich mir Finding Back to Us nicht nochmal gekauft habe, weil es ja das gleiche ist, wie Was auch immer geschieht. Deswegen habe ich mir jetzt nur den zweiten Teil gekauft und ja, auch hier freue ich mich schon sehr drauf. In diesem Buch geht es um Tegan und Tegan möchte gerne aufs College gehen und um sich das College zu finanzieren, ist sie, ja, Gamerin und streamt das Ganze, um sich dadurch halt so ein bisschen was dazu zu verdienen. Und ja, weil sie halt ein sehr, sehr guter Gamer ist, wird halt auch, jetzt muss ich nochmal gucken, wie er heißt, Parker. Deshalb wird Parker auch auf sie aufmerksam und Parker ist ein großer YouTuber in der Gaming-Szene und ja, die beiden lernen sich dann so kennen und was dann halt da so mit den beiden passiert, das ist es, worum es in diesem Buch im Endeffekt geht und ich freue mich schon sehr auf die Geschichte, denn es ist Bianca Yosiwoni und ihr wisst, ich liebe Bianca, ihre Geschichten und ja, ich freue mich da sehr drauf und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Was auch immer geschieht gelesen habt und das Buch zu Hause habt, kauft euch Finding Back to Us nicht nochmal, weil es ist exakt die gleiche Geschichte und Bianca hat selbst gesagt, dass sie bei Finding Back to Us nichts geändert hat zu Was auch immer geschieht, außer vielleicht nochmal eine kleine Rechtschreibkorrektur und eine kleine Wortanpassung, dass sie ein, zwei Wörter ausgetauscht hat. Aber ansonsten ist es exakt das gleiche Buch, weswegen es sich einfach nicht lohnt, das nochmal zu kaufen. Aber alle, die unbedingt rein komplett und schön im Regal haben wollen, die haben da natürlich jetzt ein Problem. Ne? Das ist bei Cherish Hope genau das gleiche, denn der dritte Teil von Cherish Hope ist der zweite Teil der Rockies-Reihe. Also es ist auch exakt das gleiche Buch. Deswegen werde ich den dritten Teil von Cherish Hope auch nicht kaufen, weil ich habe ja den zweiten Teil der Rockies-Reihe. Ach ja, die lieben Verlage, was machen sie nur mit uns? Dann ist noch bei mir eingezogen Dunkelglanz Obsession von Jennifer L. Armentrout. Das ist ein Spin-off zur Obsidian-Reihe. In diesem Buch geht es um Hunter, der ein Arum ist, und um Serena. Und ja,
Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte von den beiden, denn dieses Buch ist viel erwachsener als die Obsidian-Reihe. Also das ist eher Richtung New Adult. Es gibt auch erotische Liebesszenen in diesem Buch. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte, denn es ist ein Spin-off zu Obsidian. Wup, wup. Dann noch bei mir eingezogen ist Dream Again von Mona Kasten. Das ist das Buch, was in meinem Unpacking ja verschwunden war. Alle, die mein Weekly Living vielleicht nicht gesehen haben und das Unpacking aber gesehen haben, das Buch kam dann 3 Tage später mit der Post und es wurde halt direkt als Buchversand verschickt, weswegen ich keine separate Sendungsverfolgungsnummer hatte, sondern die Sendungsnummer von dem eigentlichen Paket mit angegeben war, was mich mehr irritiert hat als alles andere, aber für die Zukunft weiß ich das halt. Ich bin auf jeden Fall da und ich freue mich schon sehr auf die Geschichte von Blake und Jude. Man hat ja in Hope Again schon so ein bisschen was über Blake erfahren und ja, Blake war mir da schon sehr, sehr sympathisch und deswegen freue ich mich jetzt sehr auf die Geschichte von den beiden. Wuhu! Alle Bücher, die ab jetzt kommen von den Neuzugängen, habe ich auch schon gelesen, beziehungsweise lese ich gerade. Also kann ich euch hier schon so ein bisschen mehr dazu erzählen. Und zwar fangen wir an mit dem, was ich aktuell gerade lese. Und zwar ist das Liebe mich für immer von Katinka Engel. Das ist der 3. Teil der Finde mich-Reihe. In dieser Geschichte geht es um Amy und um Sam. Und Amy und Sam kennen wir schon aus den vorherigen Bänden, wie es halt immer so ist. Aber es ist ja eine Companion-Reihe, das heißt, man kann die Geschichten auch unabhängig voneinander lesen. Auf jeden Fall, ich habe angefangen, das Buch zu lesen. Ich habe jetzt so die ersten 100 Seiten, also noch nicht so viel. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht hundertprozentig angekommen in dem Buch. Ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten in die Geschichte, mich einzufinden, also so auf Gefühlsebene mich einzufinden. Also nicht, weil das Buch kompliziert ist oder irgendwas. Das ist es nicht. Es ist eine lockere, leichte Geschichte, auch vom Schreibstil her. Es ist sehr, sehr flüssig. Ich komme gut durch die Seiten. Aber emotional bin ich nicht bei dem Buch. Also das Buch hat mich emotional noch nicht gepackt. Ja, weswegen ich das Buch gerade so ein bisschen vor mich herschiebe und ich es eigentlich gerade auch nicht weiterlese. Prokrastination vom Feinsten. Ja. Ich habe jetzt die Woche Urlaub und wenn ich jetzt frei habe, hoffe ich einfach mal, dass ich mich mal in Ruhe hinsetzen kann und einfach in die Geschichte abtauchen kann und ich hoffe, dass es mich dann auch emotional noch abholt, die Geschichte. Ansonsten in dieser Geschichte geht es um Amy und Amy ist Sozialarbeiterin und Amy ist auch die Sozialarbeiterin von Rice und Malik, die wir aus den vorherigen beiden Bänden kennen und ja, Amy ist noch recht jung und Amy hat ja die Vormundschaft von Rice kleiner Schwester übernommen und ja, Amy hat auch eine sehr, sehr bewegte Vergangenheit, wenn ich das jetzt so schon mitgekriegt habe und hatte auf jeden Fall noch ein paar Leichen im Keller, sagen wir es mal so, auf die ich schon sehr gespannt bin. Also man weiß, dass da noch irgendwas in ihrer Vergangenheit ist, was ja da so ein bisschen arg ist und ja, dann haben wir, wie gesagt, in dieser Geschichte Amy und dann gibt es auf der anderen Seite Sam. Sam ist der beste Freund von Tamsin, die ja die Protagonistin aus dem ersten Teil ist. Und Sam ist gerade dabei, seine Doktorarbeit zu schreiben im Fachbereich Literatur. Und er ist so ein richtiger Frauenheld und so ein richtiger Draufgänger. Er steht auf One-Night-Stands und bla. Auf jeden Fall sehen die beiden sich eines Tages in einer Bar und haben beide so das Gefühl, irgendwoher kenne ich dich, aber ich kann es nicht zuordnen. Und ja, die beiden verbringen dann einen schönen Abend so miteinander und stellen dann im weiteren Verlauf fest, wer sie eigentlich sind. Und dass es doch eigentlich keine gute Idee ist, sich näher zu kommen, weil da Gründe mit reinspielen und so geht wieder jeder seines Weges. Aber irgendwie können beide den anderen nicht vergessen. Und wie es das Schicksal so will, treffen die beiden dann halt wieder aufeinander. Und was dann mit den beiden alles passiert, das ist es, worum es in dieser Geschichte geht. Und wie gesagt, ich bin bis jetzt emotional noch nicht so abgeholt bei dem Buch, was ich nicht verstehen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne, lockere, leichte Liebesgeschichte. Und ich bin gespannt, was jetzt alles noch passiert. Und ich hoffe, dass mich das Buch auf jeden Fall irgendwie noch kriegt. Machen wir weiter mit dem nächsten Neuzugang aus dem März, was ich schon gelesen habe. Und wer mein Weekly Living geschaut hat, weiß, wie emotional mich dieses Buch abgeholt hat. Also das ist jetzt das krasse Gegenteil von Lieb mich für immer. Denn dieses Buch hatte mich nach den ersten 50 Seiten schon komplett eingesaugt. Ich war so drin in der Geschichte. Ich habe so mit unserer Protagonistin gefühlt und gelitten. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh mein Gott, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Und ja, ich spreche von Redwood Dreams. Es beginnt mit einem Knistern, den 5. und aktuell letzten Teil dieser Reihe. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt. Keine Ahnung. Ich könnte den Verlag ja mal anschreiben und mal fragen, ob da noch irgendwie was geplant ist. Denn ich liebe die Redwood-Reihe. Wenn ihr mich schon länger schaut, wisst ihr, dass ich die ersten 3 Teile sehr, sehr mochte und dass ich auch den 4. Teil sehr mochte. Und auch der 5. Teil hat mir unglaublich gut gefallen. Diese Geschichte war emotional für mich sehr, ich weiß nicht, diese Geschichte hat mich emotional einfach komplett abgeholt. Ich war, wie gesagt, komplett in der Geschichte drin. Ich fand die Geschichte wunderschön. Das Ende ist echt drüber. Also über das Ende brauchen wir nicht reden. Das Ende ist
Das ist kitschig, das ist überzogen, das ist unrealistisch, das ist so amerikanisch einfach. Also ja, das Ende war auch nicht meins, so die letzten 50 nicht, so die letzten 30 Seiten, das war einfach nur so, das war einfach zu viel und da habe ich mir so gedacht, nein, das hat jetzt irgendwie so ein bisschen die ganze Geschichte nicht kaputt gemacht, aber es hat der ganzen Geschichte so ein bisschen so einen Dämpfer gegeben, weil das Ende für mich halt einfach drüber war. Aber das ist jetzt eigentlich nicht schlimm, denn diese ganze Geschichte war einfach ganz, 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 ganz toll. Ich fand den Schreibstil wunderschön, ich fand die Charaktere einfach nur richtig, richtig gut. Ich fand das Setting wieder unglaublich toll und wie gesagt, diese Geschichte, ein Traum, ein Traum. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur sehr ans Herz legen, wenn ihr gerne Liebesromane lest, schaut euch Redwood Dreams auf jeden Fall an. Ich liebe, liebe, liebe dieses Buch und es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich liebe die Cover, das muss ich auch an dieser Stelle einfach mal sagen, ich liebe die Cover von diesen Büchern, sind die alle wunderschön und ja. Redwood Dreams, eine so tolle Geschichte. Aber worum geht es denn eigentlich? In diesem Buch geht es um Parker. Und Parker ist Sheriff in Redwood. Und Parker hat sein Single-Leben so ein bisschen satt. Und ja, hat aber einfach noch nicht die richtige Frau in seinem Leben getroffen. Alle seine Freunde werden so langsam sesshaft und finden irgendwie die Frau fürs Leben. Aber er halt noch nicht. Und er denkt sich aber, okay, hey, die richtige Frau wird schon irgendwann noch kommen. Und ja, eines Tages trifft er auf eine Frau, die er von früher kennt und diese Frau ist Maddie Freeman. Sie gehörte einst zu den angesehensten und reichsten Leuten in ganz Redwood, bis vor einigen Jahren ein Betrug ans Licht gekommen ist, den ihr Vater und ihr damaliger Verlobter begangen haben, denn die beiden haben quasi die ganze Stadt Redwood betrogen um Geld und ja, das ist dann ans Licht gekommen und irgendwie hatte jeder das Gefühl, dass Maddie doch da mit drinstecken musste. Dass es nicht sein kann, dass sie nichts davon wusste, dass sie von diesen ganzen Machenschaften rund um ihren Vater und ihren Verlobten nichts mitbekommen hat. Und ja, ihr Vater und ihr damaliger Verlobter sitzen im Gefängnis, wollen beide mit ihr auch nichts mehr zu tun haben. Und ja, Maddie hatte dann damals ein riesiges Problem, denn sie stand vor dem Nichts. Das Geld war weg, ihr Vater war weg, ihr Verlobter war weg. Sie hatte keinerlei Sicherheiten mehr und musste dann gucken, so wie sie klarkam und was sie jetzt eigentlich mit ihrem Leben macht. Und Maddie hat sich entschieden, in Redwood zu bleiben. Und ja, Parker trifft dann wieder auf Maddie in einer Situation, wo er sie niemals erwartet hätte. Und er fragt sich, wie lange sie schon wieder zurück in Redwood ist und warum er sie bisher noch nie gesehen hat. Und im Ganzen geht Parker dann auf den Grund. Und was da für eine herzzerreißende Geschichte dahinter steht. Wirklich, diese Geschichte rund um Maddie ist für mich einfach nur absolut herzzerreißend. Ich habe mit ihr so gelitten. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal so sehr mit einem Charakter gelitten bei Broken Hearts, dem zweiten Teil, bei Harley. Und das ist echt krass. Also wirklich, ich finde diese Geschichte, wie mit Maddie da halt auch umgegangen wurde und alles, ich finde es einfach nur herzzerreißend und ich finde Parker in dieser Situation einfach nur toll. Und dafür liebe ich ihn einfach und ja, im Endeffekt geht es dann natürlich darum, was war mit Maddie in den letzten Jahren? Wo war sie? Warum hat Parker sie nie gesehen und warum geht sie diesem Job nach, wo Parker sie dann trifft, wo er sie niemals ja auch erwartet hätte und ja, was passiert mit den beiden? Das ist es, worum es in dieser Geschichte geht und wenn ihr die Redwood-Bücher kennt, dann kennt ihr ja auch das Drachentrio. Das hat dann natürlich auch noch so ein bisschen seine Finger mit im Spiel. Und ja, mehr möchte ich zu diesem Buch nicht sagen. Es ist einfach eine so unglaublich tolle Geschichte. Und schaut euch diese Geschichte einfach an. Wenn ihr gerne Liebesgeschichten lest, Leute, wirklich die beste Liebesgeschichte, die ich seit einiger Zeit gelesen habe. Ich lege sie euch ans Herz, schaut sie euch an und ich hoffe, euch gefällt sie so sehr wie mir. Falls ihr das Buch lest oder schon gelesen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob euch das auch so gut gefallen hat. Ich fand dieses Buch einfach nur richtig, richtig, richtig gut. Und mein letzter Neuzugang aus dem März, den ich schon gelesen habe, ist Wie der Klang deines Herzens von der lieben Kessia Bieber. Die Kessia ist eine Abonnentin auch von mir und sie ist Self-Publisherin und hat halt gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, ihr aktuelles Buch zu lesen und eine kleine Buchvorstellung dazu zu machen. Das habe ich natürlich getan, denn die Kessia ist wirklich eine ganz, ganz liebe Abonnentin und ich habe mir gedacht, wenn ich sie so ein bisschen unterstützen kann, dann lese ich doch sehr, sehr gerne ihre Geschichte und stelle euch diese auch vor. Da ich jetzt schon eine separate Buchvorstellung zu dem Buch gemacht habe, halte ich mich jetzt hier mal ein bisschen kürzer und
schweife nicht ganz so aus. In diesem Buch geht es um Lea und um John. Und Lea und John lernen sich beide kennen, als sie 17 Jahre alt sind. Und Lea ist Balletttänzerin und John ist Cellist. John ist vor kurzem erst in die Stadt gezogen, wo Lea wohnt und hat sich mit dem Bruder von Lea angefreundet. Und ja, die beiden treffen dann eines Tages aufeinander, als John im Haus von Lea ist und auf den Bruder von ihr wartet und dort ein Cello findet, was einst Leas Großvater gehört hat. Und er beginnt auf diesem Cello zu spielen und das bekommt Lea mit und sie ist sofort verzaubert von den Klängen, die er diesem Instrument entlocken tut. Und die beiden kommen dann ins Gespräch und stellen fest, dass sie beide den gleichen Traum haben. Alle beide möchten gerne nach der Schule an der Juilliard University studieren und ja, so tun die beiden sich zusammen, um gemeinsam ihren Traum zu verwirklichen. Und die beiden merken sehr, sehr schnell, dass sie sehr, sehr viel gemeinsam haben und werden beste Freunde. Lea hat einen Freund und ja, im Laufe der Geschichte merkt John, dass er doch irgendwie mehr für Lea empfindet als Freundschaft. Und er weiß, dass sie diese Liebe nicht erwidern wird, denn sie hat ja einen Freund und ja, so beginnt er sich von Lea zurückzuziehen und was mit der Freundschaft der beiden passiert und ob so eine Krise quasi so eine Freundschaft übersteht oder nicht, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Es passiert natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Also da passiert noch einiges mehr in dieser Geschichte. Aber das ist so das Grobe. Es geht um Lea, es geht um John, es geht um die Beziehung der beiden, es geht um ihre Träume und es geht darum, kann man seine Träume verwirklichen. Und ich muss sagen, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Geschichte richtig cool. Sie war an manchen Stellen für mich so ein bisschen vorhersehbar, was ich aber absolut nicht schlimm finde. Das hat man bei Liebesromanen ja oft, dass man denkt so, ja, ich nicht, es kommt ja sowieso das und das, weil es muss ja die Geschichte irgendwie vorangetrieben werden und dann passiert das halt auch. Also ja, war für mich, wie gesagt, an ein, zwei Stellen so ein bisschen vorhersehbar, fand ich aber absolut nicht schlimm. Was die Charaktere betrifft, hatte ich in meiner Buchvorstellung schon gesagt, es gibt einen Nebencharakter, mit dem ich gar nicht irgendwie zurechtgekommen bin, wo ich auch die Entscheidungen im Zusammenhang mit diesem Charakter nicht nachvollziehen konnte. Was aber wohl wieder daran lag, dass ich mit Lea auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, denn Lea und ich sind von Grund auf total verschiedene Menschen. Das heißt, sie hat ein ganz anderes Denken und Handeln und eine ganz andere Herangehensweise an Situationen. Und deswegen hat sie von Grund auf anders reagiert, wie ich reagiert hätte. Deswegen ist sie mit den Situationen auch ganz anders umgegangen, wie ich damit umgegangen wäre. Und das, wie gesagt, hat es für mich an manchen Stellen so ein bisschen schwierig gemacht, Dinge nachzuvollziehen. Im weiteren Verlauf der Geschichte hat es mich dann nicht mehr so gestört, weil ich mich dann irgendwann eingefunden hatte und ich hatte mich dann so eingegroovt und ich hatte das dann irgendwann einfach akzeptiert, dass sie halt anders ist als ich und das habe das halt einfach so für gegeben hingenommen und da hat das dann auch gut funktioniert. Aber was diesen einen Nebencharakter betraf, ich habe es nicht verstanden. Dieses Aufsehen, dieses Aufheben, was um diesen Charakter gemacht wurde, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es in meiner Buchvorstellung schon gesagt. Ich finde, jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Jeder Mensch ist für seine Taten und für sein Handeln selbst verantwortlich. Und man kann das einem Menschen nicht abnehmen. Und das ist in diesem Buch passiert mit diesem Charakter. Und das hat mich halt einfach so ein bisschen genervt und gestört. Aber ansonsten fand ich das Buch ganz, ganz toll. Ich fand das Ende richtig toll. Und ja, wenn ihr eine richtig tolle Liebesgeschichte sucht, dann schaut euch Wie der Klang deines Herzens auf jeden Fall an. Ich kann es auch hier nur noch mal sagen, es ist ein Buch, was bis auf eine kleine Szene ohne Erotik auskommt, was ich sehr, sehr gut finde, denn wie gesagt, es gibt ja immer wieder Leute unter euch, die mir schreiben und die mich auch fragen, Susi, kannst du uns Bücher vorschlagen oder Bücher nennen, wo keine Erotik drin vorkommt? Ich habe da keinen Bock drauf, mich nervt das. Ja, das ist eins von diesen Schätzchen, wo keine Erotik weiter drin vorkommt, außer eine ganz kleine Szene und die kann man halt einfach überblättern. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Ich fand es ganz, ganz toll und ja, danke an dieser Stelle, liebe Kessia, nochmal, dass du mir das richtige Buch auch zugeschickt hast. Ich finde es wunderschön und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg noch mit deinem Baby. Das waren alle Neuzugänge vom März. Es waren insgesamt 7 Stück, also da hat sich wieder ein bisschen was angesammelt, aber dafür war ich ja davor die Monate wieder relativ brav. Ne? Da darf man dann auch mal wieder ein bisschen eskalieren. Ja, ansonsten habe ich im März noch gelesen Hard Love, Ich kann dir nicht widerstehen von Lauren Blakely. Das ist der, oh Gott, warte, das ist der 6. Teil der Big Rock Reihe und ich weiß nicht, ich hatte in meinem Weekly Living schon kurz über das Buch gesprochen und ich muss sagen, ich wäre jetzt nicht böse, wenn es der letzte Teil der Reihe gewesen wäre, denn ich habe bei dieser Reihe das Gefühl, die Bücher werden proportional mit Fortschreiten der Reihe irgendwie immer weniger attraktiv für mich, nennen wir es so. Ich finde, die Geschichten und der Aufbau der Geschichten wiederholt sich einfach immer nur.
Also inzwischen erkenne ich da echt ein klares Muster, was sich durch alle Teile zieht. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also es ist natürlich immer wieder eine Geschichte, die auf eine andere Weise erzählt wird, mit anderen Charakteren. Aber es ist vom Grund auf irgendwie immer das Gleiche. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also ich wüsste nicht, wenn jetzt noch ein 7. Teil käme, ob ich den noch kaufen würde. Ich fand das Buch hier süß. Das steht außer Frage. Es ist eine süße, niedliche Liebesgeschichte, die sehr erotiklastig auch ist für ihre 250 Seiten. Aber es ist halt die Geschichte, die mich auch irgendwo so langsam nicht mehr so richtig überzeugen kann. Es ist so eine Geschichte auch wieder, zwei Menschen finden sich, passen perfekt zusammen und verlieben sich. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie schwierig mit mir und der Reihe geworden. Am Anfang fand ich die mega gut. Ich habe die ersten 3 Teile, habe ich echt gefeiert, fand ich noch mega gut. Und dann so ab dem 4. ging es so ein bisschen bergab mit mir und der Reihe. Und ja, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, irgendwie wäre es jetzt nicht schlimm, wenn das jetzt auch irgendwie mal vorbei wäre. Ich finde es sowieso schwierig bei Reihen, wenn die dann so lang sind. Ich habe das ja bei der Diamonds to Love-Reihe gemerkt, das waren 9 Teile. Und nach hier muss ich sagen, hat die Reihe sich zum Ende hin proportional ein bisschen negativer entwickelt. Also das war dann irgendwann einfach gefühlt immer nur das Gleiche. Und du denkst so, ich möchte jetzt eigentlich gerne mal was anderes lesen einfach. Und so geht es mir bei der Reihe auch. Es ist halt gefühlt, wenn die halt, wie gesagt, so lang sind, diese Reihen, immer einfach irgendwie dasselbe. Deswegen, ja, Hard Love im Großen und Ganzen hat mir gut gefallen, wie gesagt, mal abgesehen von dieser Tatsache. Fangen wir aber erstmal mit dem Inhalt an. Worum geht es in diesem Buch? In diesem Buch geht es um Patrick und um Mia. Ach so, bei der Reihe ist es ja so, dass die Bücher immer aus der Sicht von den Männern geschrieben werden und man bekommt über bestimmte Tricks immer die Sicht der Frauen mit. In diesem Teil war es so, dass Mia immer mit der Katze gesprochen hat und wir dann die Sicht der Katze gelesen haben und dadurch mitgekriegt haben, wie es denn so bei Mia drin aussieht. Also da muss ich sagen, das hat die Autorin wirklich in jedem Teil gut hingekriegt, dass man so irgendwie auch nochmal einen kleinen Einblick auf die weibliche Seite bekommen hat. Das hat die Autorin wirklich ganz, ganz toll gemacht in allen Teilen. Aber ja, wie gesagt, zu langsam reicht's eigentlich. Ja, auf jeden Fall geht es um Mia und um Patrick. Mia ist die Schwester von Max, dem Protagonisten aus dem vorherigen Band. Und Patrick wohnt im gleichen Haus wie Max. Und die beiden haben sich so im Laufe der Zeit halt einfach angefreundet, weil sie so auch im gleichen Alter sind und verstehen sich halt auch super. Und ja, wie gesagt, Mia ist die Schwester von Max, wohnt eigentlich in San Francisco und ist jetzt halt nach New York gekommen für einige Zeit, weil sie geschäftlich in der Stadt zu tun hat. Und ja, die beiden haben sich schon vorher kennengelernt und Patrick fand Mia schon immer ganz, ganz toll. Und ja, Patrick merkt halt im Moment, dass Mia sehr gestresst ist und möchte sie so ein bisschen mal aus diesem Stress rausnehmen. Die beiden sind natürlich auch befreundet und ja, er nimmt sie mit auf eine Wanderung rund um irgendwo bei New York. Das ist Amerika, ich kenne mich da nicht so aus. Ne? Also er nimmt sie mit auf jeden Fall raus aus New York, fährt mit ihr irgendwo in die Wälder und geht mit ihr dort wandern. Sie sollte es halt auch anders sein, merken, dass da natürlich irgendwie mehr ist zwischen ihnen, aber Mia traut sich nicht so recht wegen ihrer Vergangenheit. Da ist nämlich etwas passiert und das möchte sie auf keinen Fall, dass sich das Ganze wiederholt. Und Patrick weiß das natürlich nicht und hängt sich dann halt voll ins Zeug, Mia von sich zu überzeugen. Und ja, was dann halt am Ende mit den beiden passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Ich muss sagen, Patrick war mir sehr, sehr sympathisch. Er ist ein sehr, sehr sympathischer Mann. Er sieht auch super gut aus, wie alle Männer eigentlich in dieser Reihe. Wie in allen Büchern eigentlich Männer immer gut aussehen. Auf jeden Fall, ja, fand ich die Charaktere sehr, sehr sympathisch. Wie gesagt, die Geschichte war auch ganz süß und auch der Verlauf der Geschichte war süß. Aber es war halt auch absolut vorhersehbar, was wieder passieren wird. Man hat dann schon immer erahnt, was als nächstes geschieht. Und es ist halt so dieses Gefühl, ja, ich immer das Gleiche. Und das halt, das hat mich so ein bisschen gestört, leider Gottes. Ja, ansonsten tolles Setting, lockerer, leichter, einfacher Schreibstil. Es sind wirklich süße Geschichten, aber sie sind halt wirklich sehr, sehr kurzweilig. Also das ist keine Geschichte, die mir jetzt ewig im Kopf bleiben wird. Also ich weiß jetzt schon, ich lege das Buch dann wieder ins Regal und dann ist die Geschichte wieder raus aus meinem Kopf. Ich musste mir auch gerade nochmal den Rückband durchlesen, um nochmal mir ins Gedächtnis zu rufen, was eigentlich genau in diesem Buch passiert ist. Und ich weiß es jetzt wieder. Ich weiß auch, dass da eine richtig süße Katze drin vorkommt, die Zeus heißt, aber dieses Buch wird definitiv nicht in meinem Kopf bleiben. Wie gesagt, ich finde, die Geschichten sind sehr, sehr kurzweilig und es ist halt nichts so von Dauer, was einem halt irgendwie berührt oder im Herzen bleibt oder dass man halt irgendwas aus dieser Geschichte mitnimmt. Also so für sich, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt bei diesen Büchern nicht. Also es sind süße Geschichten, aber sie sind halt wirklich nur so für zwischendurch. 3 Bücher haben wir jetzt noch, die ich im März gelesen habe. Und zwar habe ich gelesen endlich mal Schatten der Erinnerung. Das ist der
dritte Teil. Das ist der dritte Teil der zweiten Staffel der Gestaltwandlerreihe, also eigentlich der, boah, 19. Band. Ich weiß es gerade gar nicht, wie viele Band der Gestaltwandlerreihe es eigentlich ist. Ich müsste mal durchzählen. Oder steht das hier hinten vielleicht drin? Nein, es steht natürlich nicht drin. Auf jeden Fall, dieses Buch liegt schon seit letztem Jahr, wann kam es raus? September? Seitdem liegt das hier rum und ich hatte es nie gelesen und ich dachte mir jetzt einfach so, ey, dieses Buch muss von deinem Sub runter, verdammte Scheiße, bevor das nächste Buch kommt. Ich will bei dieser Reihe up to date sein, ich will da nicht hinterherhängen. Deswegen habe ich jetzt das Buch im März endlich gelesen und was soll ich sagen, ich habe es nicht bereut. Es ist wieder eine richtig gute Geschichte aus der Gestaltenwandlerreihe. Mir hat das Buch super gut gefallen. Das ist jetzt kein Buch, was zu meinen absoluten Lieblingen zählen wird, wie andere Bücher aus dieser Reihe. Aber es ist eine richtig tolle Liebesgeschichte auch wieder gewesen und ich bin sehr gespannt, gerade beim Ende, was jetzt in den nächsten Bänden passieren wird mit dieser großen Hintergrundgeschichte, die wir ja in dieser Reihe haben. Das klang auf jeden Fall alles sehr, sehr vielversprechend, was Nalini Singh sich da auch wieder ausgedacht hat. Man denkt ja dann wirklich bei der Gestaltwandlerreihe immer so, was soll denn jetzt noch kommen? Die Frau hat doch schon alles erzählt. Was soll jetzt noch kommen? Und es ist wie bei Jennifer Armentrout, die Frau lässt sich auch immer wieder was Neues einfallen. Also Nalini Singh ist da, was das betrifft, echt the brain. Also man kann es nicht anders sagen, was diese Frau alles in dem Kopf haben muss, was diese Reihe betrifft. Das ist der Hammer. Ne? Also Nalini Singh hat in einem Interview mal gesagt, sie plant bei dieser Reihe immer nur von Buch zu Buch. Also sie plant nie langfristig, was in den nächsten 5 Büchern passieren wird, sondern sie plant halt einfach immer nur, was passiert im nächsten Buch, was geschieht da im Hintergrund. Und trotzdem finde ich es krass und sie muss übelst the brain ja sein, weil die ganzen vorherigen Bände, ne, das muss ja trotzdem alles passen und das muss ja alles logisch sein und da dürfen keine Pärchen durcheinander gebracht werden und nichts. Da dürfen die Background-Geschichten von den Pärchen nicht durcheinander gebracht werden, das muss ja alles stimmen und passen. Und das alles im Kopf zu behalten, das finde ich einfach mega krass. Und dann hat sie ja noch die Gilde der Jäger, das ist ja auch so eine krasse Reihe, das muss sie auch noch im Kopf haben. Also wie gesagt, die Frau ist für mich the brain, was das betrifft. Also die hat bestimmt riesige Wände voll geschrieben mit irgendwelchen Zetteln und Notizen und wer gehört zu wem und welcher Handlungsstrang gehört wohin. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. So würde das bei mir aussehen, weil in meinem Kopf mir das merken, vergesst es. Das könnte ich nie, auch wenn es meine eigene Geschichte wäre, ich könnte mir sowas niemals merken. Deswegen ziehe ich meinen Hut, meinen imaginären da von Nalini Singh auf jeden Fall. Und ja, kommen wir zurück zu Schatten der Erinnerung. Ich schweife schon wieder ab. Auf jeden Fall hat mir das Buch wieder sehr, sehr gut gefallen. In diesem Buch geht es um Alexei. Und Alexei gehört zum Snowdancer-Rudel, also zum Rudel von Hawk. Ne? Also Hawk kennen wir, Hawk mit den weißen Haaren. Hawk, der Hawk hat, ne? Und ja, da gehört Alexei dazu. Er ist einer von seinen Wächtern. Und Alexei findet eines Tages im Wald bei einem Lauf einfach, er ist aus Gründen, die ich jetzt hier nicht näher erläutern möchte, im Wald laufen gegangen. Und dort findet er eines Tages eine Mediale, eine E-Mediale, also eine emotionale Mediale. Das jetzt alles zu erklären, Leute, das würde zu weit führen. Es ist eine Mediale der E-Kategorie. Wer diese Reihe kennt, wird damit was anfangen können. Alle anderen, lest diese Reihe, ich kann das jetzt nicht erklären. Vielleicht wollt ihr irgendwann mal ein Video dazu haben, wo ich euch die Gestaltenwandlerreihe und Begriffe aus der Gestaltenwandlerreihe mal erkläre. Wenn dem so ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall, ja, es findet er dort diese E-Mediale in einem Bunker unter der Erde. Und er findet sie nur aus einem ganz bestimmten Grund. Diesen Grund verrate ich euch jetzt auch nicht, denn das würde zu viel über Memory auch schon verraten. Und auf jeden Fall findet er sie in diesem Bunker, verschlossen, unter der Erde und fragt sich, what the fuck ist hier passiert? Was macht dieser Mensch hier unten im Bunker? Wie kommt dieser Bunker hierher? Weil das, denn dieser Bunker steht auf dem Territorium des Snowdancer-Rudels und die haben davon nichts mitbekommen. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wer hat diesen Bunker gebaut? Wer hat Memory da reingesteckt? Wer ist Memory? Wie kommt sie da rein? Warum ist sie da drinne? Das sind alles Fragen, die sich für Alexei jetzt erstmal auftun. Aber am allerwichtigsten ist, sie da rauszukriegen, bevor derjenige, der sie eingesperrt hat, zurückkommt. Und ja, das versucht Alexei dann und muss sehr, sehr vorsichtig mit ihr umgehen, denn wie gesagt, sie ist seit sehr, sehr langer Zeit in diesem Bunker und er schafft es dann aber, Memory aus diesem Bunker rauszuholen und sie zu retten und nimmt sie dann mit und bringt sie erstmal in Sicherheit und lässt sich dann erstmal die Geschichte erzählen, die da dahinter steckt. Und ja, Alexei schwört sich dann natürlich, denjenigen zu finden, der ihr das angetan hat und halt Rache zu üben für Memory. Und er ja, versucht natürlich auch, ihr zu helfen. Also er versucht, Memory zu helfen, in die Welt zurückzukommen. Er versucht, ihr mit ihrer Kraft zu helfen, denn Memory ist eine ganz, ganz besondere E-Mediale. Also es gibt in
dieser Kategorie, zu der Memory gehört von den medialen, gibt es auch nochmal verschiedene Unterkategorien und sie ist halt etwas ganz, ganz Besonderes. Und ja, auch Memory hat so ihre Schwierigkeiten dann, als sie aus dem Bunker kommt und versucht sich dann halt wieder in dieser Welt zurechtzufinden. Und ja, Memory versucht halt auch ohne Alexei zurechtzukommen. Und ob ihr das gelingt, ob sie in die Welt zurückfindet, ob Alexei denjenigen findet, der ihr das angetan hat. Und ja, was mit Memory und Alexei alles noch so passiert, das ist es, worum es in diesem Buch, dieser Reihe schlussendlich geht. Ich muss sagen, ich fand dieses Buch wieder richtig toll. Wie gesagt, ich liebe die Liebesgeschichten, die Nalini Singh immer um diese Paare schreibt. Ich finde diese Idee bei den Gestaltenwandeln mit diesem Paarungsband, oh, ich finde es so toll. Oh, es ist einfach, ach, ich liebe die Gestaltenwandel einfach, wirklich. Und ich finde diese Welt immer noch so unglaublich gut. Falls ihr die Gestaltenwandelreihe noch nicht kennt, es gibt in dieser Welt, in der das spielt, Menschen, Mediale und Gestaltenwandler. Also es gibt quasi drei Arten, drei Gattungen von Menschen. Und wie das halt alles so zusammenpasst und zusammengehört und wie Nalini Singh das alles so zusammenschmeißt, das ist einfach so unglaublich gut. Und ja, ich liebe, liebe, liebe die Gestaltenwandelreihe von Nalini Singh und ich kann sie euch immer wieder nur ans Herz legen. Lest diese Bücher, es ist echt hart, auf aktuellen Stand zu kommen und sich durch 19 Teile zu boxen, aber das solltet ihr tun, damit ihr diese ganze große Hintergrundgeschichte, die sich durch alle Teile zieht, damit ihr das wirklich alles versteht und nachvollziehen könnt. Es ist halt wirklich wichtig, diese Reihe von Anfang an zu lesen. Ich habe das damals auf jeden Fall auch gemacht. Ich habe mich auch durch alle Teile geboxt und irgendwann war ich halt einfach auf aktuellem Stand und dann kommt ja nur aller Jubeljahre mal noch ein neuer Teil. Also so quasi einmal im Jahr, glaube ich, kommt ein neuer Teil und von daher kann man es schaffen, das auf jeden Fall aufzuholen. So, ich liebe die Gestaltenwandelreihe, ich liebe diesen Teil und ja, kann euch das Buch auch wieder nur empfehlen. Aber ihr müsst halt alle vorherigen Teile gelesen haben, sonst versteht ihr diesen ganzen Background einfach nicht. Das sind dann ansonsten böhmische Dörfer. So. Dieses Video wird wieder so unglaublich lang, weil ich einfach wieder viel zu viel rede, aber naja, egal. Dann habe ich noch gelesen im März The Problem With Him von Rachel Higginson. Das ist der dritte Teil der Opposite Attracted Reihe. Ich habe mir diese Reihenbezeichnung endlich gemerkt. Ja. Und ja, das ist wie gesagt der dritte Teil der Reihe. Der erste Teil ist The Opposite of You. Wartet mal, das ist... oh, hier, Hawk... Da, Hawkeye steht davor. Da, das ist der erste Teil und den zweiten habe ich dann dahinter gestellt. Ja, auf jeden Fall, das ist die Opposite Attracted Reihe. Das sind auch richtig süße Liebesgeschichten mit alltäglichen Problemen und mit wenig Erotik auch. Also das ist wieder so Kategorie wenig Erotik, wenn ihr das gerne lesen wollt. Schaut euch die Opposite Attracted Reihe an. Ich fand alle Teile dieser Reihe bisher richtig, richtig gut. Mir hat auch der dritte Teil wieder sehr gut gefallen. Ich fand die Geschichte von Kaya und Wade einfach ganz, ganz toll und richtig süß. Und es war einfach so eine Geschichte so alltäglich. Also so, das könnte dir und mir passieren. Weißt du, was in diesem Buch passiert ist? Das, ja, das sind halt so Geschichten aus dem Leben, finde ich. Und das ist das, was mir an dieser Reihe wirklich sehr, sehr gut gefällt. Ich mag das sehr. Und ja, in dieser Geschichte geht es halt um Kaya und Kaya ist Sous-Chefin im Lilou. Das Lilou ist ein ganz, ganz großes, bekanntes 5-Sterne-Restaurant, was weiß ich. Auf jeden Fall ist sie dort Sous-Chefin und ihr Küchenchef ist Wade. Und sie hat mit Wade damals zusammen im Lilou angefangen zu arbeiten und als ihr damaliger Küchenchef Killian gegangen ist, hat er Wade halt zu seinem Nachfolger bestimmt. Und das hat Kaya damals schon ein bisschen sauer aufgestoßen, denn sie stand mit Wade halt immer so ein bisschen im Konkurrenzkampf, aber sie haben sich halt immer auf Augenhöhe begegnet, weil sie halt quasi auf einer Ebene war und jetzt ist halt Wade ihr Chef und ja, das passt ihr irgendwie so gar nicht. Sie gönnt ihm auch so den Erfolg nicht so richtig und wäre gerne selbst Küchenchefin in einem Restaurant. Und ja, und das ist der Ausgangspunkt in der Geschichte und dann kommt es so, dass auf einmal zwischen ihr und Wade sich irgendwas verändert. Die beiden haben schon immer miteinander geflirtet und haben sich immer ordentlich Kontra gegeben. Sie hat halt bei ihm auch nie ein Blatt vorm Mund genommen, weswegen die Mitarbeiter vom Lilou, wenn sie irgendein Problem hatten, immer erstmal zu ihr gekommen sind, damit sie das dann mit Wade klären kann, weil alle anderen so ein bisschen Angst vor ihm haben, weil der große, böse, diktatorische Küchenchef und so. Ja. Und ja, jetzt auf einmal verändert sich irgendwas zwischen den beiden und Kaya kann sich das gar nicht so richtig erklären, was diese Veränderung herbeigeführt hat. Und das passt ja in dem Moment, wo das passiert, so überhaupt nicht, denn Kaya hat sich
vor, denn Kaya hat vor, sich in einem anderen Restaurant zu bewerben als Küchenchefin und wäre dann ja damit quasi direkte Konkurrenz von Wade und sie wüsste, dass eine Beziehung zwischen den beiden so niemals funktionieren könnte. Und generell ist Kaya Männern gegenüber und Beziehungen gegenüber eher schwierig eingestellt, denn aufgrund ihrer Vergangenheit, was sie da mit ihrem Ex-Freund alles erlebt hat, ist es mit den Männern für sie auch gar nicht so einfach. Und ja, was dann mit Wade und Kaya alles passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in The Problem with Him geht. Mein Gott, dieser Titel. Warum muss man immer englische Titel dahin schreiben? Warum kann man nicht schreiben, das Problem mit ihm? The Problem with Him. Wo wir Deutschen doch sowieso Probleme mit dem TH haben. Gemein. Naja, auf jeden Fall, ja, fand ich die Geschichte richtig toll. Ich finde Kaya sehr, sehr sympathisch. Ich mochte Wade auch sehr, sehr gerne. Man kennt Wade auch schon aus dem ersten Teil. Und wenn man Wade im ersten Teil kennengelernt hat, ist das schwierig, sich ihn dann vorzustellen, wie er hier im dritten Teil sein soll. Und ja, ich fand es richtig, richtig gut. Mir hat es sehr gut gefallen. Wie gesagt, was die Charaktere, auch die Nebencharaktere betrifft, fand ich super. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Und ansonsten, was das Setting angeht, hat es mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Man kennt ja diese Stadt, in der das spielt schon. Man kennt dieses Restaurant, wo das spielt schon. Und ja, es war so ein Stück weit auch, wo ich das gelesen habe, wieder wie so nach Hause kommen. Man kommt wieder zurück in diese Stadt, in diese Geschichte, wo das halt alles spielt. Und ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich freue mich jetzt auf den vierten und letzten Teil. Der heißt, wartet, lasst mich nochmal ganz kurz gucken. Und hier haben wir wieder das TH, ne? Der vierte Teil heißt Something About Him. Und hier geht's um, oh Gott, wie hieß sie noch gleich? Wartet. Im vierten Teil geht's dann um Dylan und um, wie heißt der Bruder von Rara im ersten Teil? Ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall geht's um den Bruder von Rara aus dem ersten Teil und um Dylan. Dylan ist eine Freundin von Kaya und die Schwester von dem Protagonisten aus dem zweiten Teil. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Ezra, genau. Ezra. Dylan ist die Schwester von Ezra, genau. Ha! Ja, auf jeden Fall geht's um den Bruder von Rara, dessen Namen ich mir gerade überhaupt nicht... Wartet, ich gucke mal schnell. Ich habe es schnell nachgeguckt. Er heißt Van, also V-A-N-N, wie der Van, nur mit N-N. Na, auf jeden Fall geht's im vierten Teil um Dylan und um Van und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte, weil man wurde jetzt so die ersten drei Teile so langsam in die Richtung geschubst von dieser Geschichte und man wurde jetzt hier zum Ende vom dritten Teil auch so ein bisschen angeteasert, deswegen... Ich bin schon sehr gespannt darauf, was die Geschichte wieder für uns bereithält und ich freue mich schon sehr auf den vierten Teil. Und ja, dann ist die Reihe auch zu Ende und das finde ich auch gut. Wie gesagt, ich finde so auch Companion-Reihen müssen nicht bis zum Erbrechen ausgeschöpft werden, was die Protagonisten und die Geschichten betrifft. Und ja, ich fand auf jeden Fall The Problem with Him sehr, sehr gut. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, mich hat super unterhalten. Ich fand es war eine super süße, eine super tolle Liebesgeschichte und... Kann euch The Problem with Him auch wirklich wieder nur empfehlen. Tolle Charaktere, tolles Setting, toller Schreibstil, tolle Geschichte. Damit wären wir beim letzten Buch angekommen aus dem März. Und das ist halt auch das Buch, was mir im März am wenigsten gefallen hat. Und zwar ist das Requiem von Lauren Oliver. Das ist der dritte Teil der Armor-Trilogie. Ich habe die Reihe mit Annika zusammen gelesen. Und ich muss sagen, der dritte Teil hat mir nicht gefallen. Also dieses Buch war einfach nur total langweilig. Für mich stellenweise sehr, sehr unschlüssig, was auch die Charaktere und deren Handlungen betraf. Und fangen wir von diesem Ende, was für mich absolut kein Ende ist, gar nicht erst an. Was zur Hölle ist in diesem Buch bitte passiert? Also ich kann euch ja zum Inhalt hier jetzt nicht so viel sagen, weil ich euch sonst komplett spoilern würde. Aber ich kann nur sagen, dass ich die Entscheidungen von Lena einfach nicht verstehen konnte. Sehr viel in diesem Buch nicht verstehen. Ich habe die Handlungsweisen teilweise nicht verstanden der Charaktere, ich habe die Entscheidungen nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie die Charaktere teilweise miteinander umgegangen sind und warum das passiert ist, wie das jetzt passiert ist. Ich habe den Verlauf der Geschichte nicht so ganz verstanden. Das war alles auf einmal so, erst zog es sich in die Länge und dann pam, 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 Ende. Und du denkst ja so, das ist kein Ende. Dieses Ende ist einfach kein Ende. Das ist scheiße. Weil selbst ich mit meinen 29 Jahren... kann mit diesem Ende nichts anfangen. Und ich denke mir, wie soll ein 14-jähriges Mädchen denn damit umgehen, mit diesem Ende, was kein Ende ist? Wenn ich so an mich zurückdenke, in meiner Jugend, die jetzt schon 15 Jahre her liegt, ich bin 29, das hatten wir letztens im Stream geklärt. Auf jeden Fall, ja, wenn ich dann so an mich zurückdenke, wie ich in diesem Alter war, und wenn ich dann drüber nachdenke, dass ich so ein Buch lese, dass ich drei Teile von diesem Buch lese und
gespannt bin wie ein Flitzebogen, was am Ende da passiert. Und dann kriege ich dieses Ende serviert. Ich würde dieses Buch nehmen und vor die nächste Wand schmeißen. Ich würde, Entschuldigung, ich würde es aus dem Fenster schmeißen, weil das einfach scheiße ist. So, das muss jetzt einfach mal gesagt werden, dieses Ende ist kein Ende und es ist scheiße. Es ist einfach nur scheiße. Und ich bin jetzt schon mit meinen 29 Jahren absolut unzufrieden mit diesem Ende und ich möchte nicht wissen, wie es damals pubertierenden Jugendlichen damit ging. Die müssen noch ausgerastet sein. Es sind so viele Fragen einfach am Ende offen. Man fragt sich einfach so am Ende, ja, was passiert denn jetzt eigentlich mit der Welt, mit den Charakteren, mit den Beziehungen? Es ist nichts geklärt. Einfach nichts. Es ist am Ende Krieg. Alle kloppen sich. Und am Ende weißt du nicht, lebt er noch, lebt er nicht mehr? Was ist mit ihr? Was ist mit ihm? Hä? Also, es ist einfach furchtbar. Es ist einfach, ein furchtbares Ende dieses Buches. Nicht der Geschichte, ich sage absichtlich dieses Buches. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch damals geplant war, dass da nochmal was kommen sollte. So wie bei der Shatter-Me-Reihe, da war ja das Ende vom dritten Teil eigentlich auch kein Ende, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Da war einfach noch Potenzial da, diese Geschichte weiterzuerzählen, weil es war zwar bei der Shatter-Me-Reihe so, die Schlacht war gewonnen, aber der Krieg noch lange nicht vorbei. Und so ist es hier auch. Und aber hier ist es einfach frustrierend. Bei der Shatter-Me-Reihe wusstest du wenigstens am Ende, wo stehen die Protagonisten, was ist mit der Welt, wo ist der Punkt in dieser Welt. Also da waren die Punkte geklärt. Du wusstest, dass da noch was kommen kann, aber es war alles trotzdem für dich geklärt und abgeschlossen, dass du als Leser befriedigt warst und mit einem guten Gefühl aus dieser Geschichte gehen konntest. Hier hast du es nicht. Du weißt nicht, ob am Ende Julian überlebt hat oder was Lena am Ende jetzt tut. Geht sie zu Julian zurück? Geht sie zu Alex zurück? Lebt Alex überhaupt noch? Lebt Lena eigentlich noch? Du weißt es nicht. Was ist mit Hannah passiert eigentlich? Was passiert mit dieser ganzen Welt? Es sind einfach so viele Fragen offen. Und du weißt es einfach nicht. Du weißt es nicht, weil es steht hier einfach nicht. Du weißt nicht mal, wie die Entwicklung dieser Welt weitergeht. Und das ist so frustrierend. Es bleibt einfach alles offen und das finde ich einfach richtig kacke. Es ist einfach für mich richtig kacke, denn ich kann damit nichts anfangen. Ich bin jetzt quasi genauso schlau wie am Anfang der Geschichte. Und das ist für mich eigentlich nicht Sinn einer Geschichte. Und das frustriert mich. Also ich kann euch die Amor-Trilogie nicht empfehlen. Den ersten Teil fand ich echt noch ganz gut. Da dachte ich, okay, das ist eine Geschichte, die sich langsam entwickelt. Der erste Teil ist noch relativ ruhig. Das war okay für mich. Und dann kam der zweite Teil und ich dachte mir so, oh nee, jetzt kommt hier im zweiten Teil so ein blödes Liebesdreieck, von dem wir ja alle seit Twilight mindestens mehr als genug haben. Und ja, dann entwickelte sich der zweite Teil in eine Richtung, wo ich nur so dachte, uff. Und dann kam das Ende vom zweiten Teil und ich dachte mir nur so, what the fuck? Jetzt bin ich gespannt, was da passiert auf Beziehungsebene nach dem Ende vom zweiten Teil. Und es passiert einfach nichts. Denn die Leute reden nicht miteinander. Warum denn auch? Warum soll man denn Dinge aussprechen und klären? Nein, man kann sich auch anschweigen. Also wirklich, dieses Buch, reden wir nicht weiter drüber. Ich werde diese Reihe auf jeden Fall wieder aussortieren. Ich komme für mich weg. Und es war für mich, also im Großen und Ganzen muss ich am Ende sagen, war die Amor-Trilogie für mich persönlich verschwendete Lesezeit. Nehmt meine Meinung, Leute, jetzt bitte wieder nicht persönlich. Wem diese Reihe super gefallen hat, wer mit einem guten Gefühl aus dieser Geschichte gegangen ist, hey, ich freue mich für euch. Für mich war diese Reihe einfach nichts. Mir hat sie nicht gefallen, mir hat das Ende nicht gefallen. Ich bin einfach mit zu vielen Fragen zurückgeblieben. Und ich kann mit dieser Reihe einfach nichts anfangen. Das ist für mich, gehört das in die Kategorie der Anfang, die Flucht, die Ankunft hier von Ellie Condy. In die Kategorie gehört das für mich. Das war auch so eine Reihe, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte. Also, ja, es war nicht meine Reihe. Ich kann euch das nicht empfehlen. Ich fand es einfach kacke, was hier passiert ist. Und bin froh, dass ich es beendet habe. Ja, mehr halt aber auch nicht. Und das war mein Lesemonat und die Neuzugänge aus dem März. Ansonsten geht wie immer, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ich bedanke mich bei euch an dieser Stelle auch wie immer fürs Gucken. Und falls ihr euch immer fragt, warum ich ewig nicht auf die Kommentare antworte,
ich hink da immer ein bisschen hinterher. Also ich brauche da immer so meine Zeit, um auf die Kommentare zu antworten, aber ich antworte. Ich antworte, Leute. Irgendwann antworte ich drauf. Es tut mir sehr, sehr leid, aber irgendwann kriegt ihr eure Antwort, wenn ihr Fragen habt. Manchmal schreibt ihr ja nur Aussagen da rein, wo ich jetzt nicht unbedingt reagieren muss, dann schreibe ich da jetzt auch nicht zwingend was da dazu. Aber ansonsten, ja, ich hänge da immer so ein bisschen hinterher, was die Kommentare betrifft. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.